Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu Slay the Spire. Ich habe mich jetzt geduscht. Es ist der nächste Tag. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin, hier einen Run zu machen. Ich nehme jetzt mal einen anderen Charakter, um ein bisschen auch zu erkunden. Habe wir die Auswahl. Entweder die Gegner sind super weak oder ich habe mehr Max-HP. Wir nehmen... Ja, wir werden uns, glaube ich, noch gut hochheilen. Wir nehmen mal die Max-HP. So. Oha, das sind aber viele Pfade. Ich weiß nicht, wie viele Fragezeichen-Pfade wir gehen wollen. Ich bin eigentlich mehr so ein Monster-Typ. Aber wir können auch ein paar Bosse dazwischen packen. Ja, ich finde den hier gar nicht so schlecht. Wir gehen einfach mal 10.000 Monster durch. So, was habe ich denn hier? Wir haben hier Schlag. Schlag verteidigen, unterhalte 8 Block. Wirf eine Karte ab. Okay, das klingt schon mal nicht schlecht. So, wir werfen das Ding ab. Und dann hauen wir, denke ich. Bam. So, und nochmal bumm. So, der ist nicht ganz tot wegen dieser Extra-Geschichte, ne? Dieser Cocoon-Sache. Boom. Eiskalt geblockt und der wächst, ne? Der haut jetzt richtig hart zu. So, der wird nochmal zuhauen wollen. Das finde ich natürlich nicht schlecht. Das heißt, wir machen jetzt mal den. Und dann würde ich sagen, machen wir das. Da ist noch seine Armor geploppt. Der macht wahrscheinlich noch irgendeine Scheiße. Und das ist okay. Er hat noch zwei, also nur zwei Schläge brauche ich für den nächsten. Der hat sich nochmal stark gemacht. Für 3 Zähne dazu schlagen. Das ist natürlich unangenehm. So, das heißt aber, wir können ihn nicht töten. Doch, wir können ihn. Nee, wir können ihn nicht töten. Can't kill him. So. Wir können ihn nicht killen. Das heißt, wir gehen full in Blockmodus. Und halten seinen Schlag einfach aus. Wir wollen ja keine HP verlieren. Wir wollen ja diese 7 HP, die wir quasi plus gemacht haben, ja auch so ein bisschen nutzen. So, also verstehe ich doch das Spiel hoffentlich. Unspielbar, wenn du diese Karte abwirfst. Ja, Ah, das hat das mit der Abwurfmechanik zu tun, ne? So. Oh, Schnitt. Schnitt ist ja auch nicht schlecht. So, viel geschehen, 10 Schaden zu. Du hast in diesem Zug eine Karte abgeworfen. Oh. Also der will mit Abwurfmechanik spielen, ne? Aber es klingt schon sehr tückisch. Das klingt schon sehr gut. So, wir prügeln uns durch, würde ich sagen. So, hier ist so ein... Der sieht halt aus. So, der sieht aber relativ kräftig aus. Das heißt, jetzt müssen wir so hart wie es geht in den reinhauen, würde ich sagen. Bumm. Bumm. Und bumm. Zug beenden. Kein komplexer Zug. Kein komplexes Deck. So, der will jetzt für 6 zuschlagen. Kann ich natürlich verstehen. So, das könnte eine gute Kombo sein, ne? Das heißt, wir können das machen. Was werfen wir denn dann ab? Warte mal, wenn wir das spielen, dann dürfen wir das andere auch noch zocken, ne? Aber was werfen wir denn dann ab? Ja. Ich glaube, wir werfen dann... Warte mal, wir machen den jetzt schwach. Da macht er nur 4 Schaden. Wir ja schon eine kleine Combo machen, ne? Also, wir machen so. Wir machen das. Werfen die ab. Dann machen wir das. Und dürfen nochmal zuschlagen, ne? Genau. Und dann haut er uns. Aber es bringt ja nichts, ne? Weil wir einfach krass sind. So, boom. Look at me go. So, jetzt hat er natürlich noch mehr Damage. Aber er hat nur noch 17 Leben.
Ja, wir machen ihn erstmal schwach. Blocken wir, blocken und machen einmal Damage. So. Ja, bisher. Bisher kein komplexes Design. So, auf und auf. Wunderbar. Also bisher hat sich sehr gelohnt, die Max-HP mitzunehmen. Alle Gegner verlieren einen Zug lang 6 Stärke. Das sagt was. Das ist auch nicht schlecht. Wirf diese Karte ab. Kannst du eine ziehen. Das ist ja, Reflex ist erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Ich weiß bloß nicht, wie viele Abwurfgeschichten da dabei sind. Alle Gegner verlieren einen Zug lang 6 Stärke. Kann man schon ein bisschen Schaden runternehmen, ne? Ja, nehmen wir es mal aus. Das klingt erstmal sehr, sehr safe. So, der eine will irgendwas auf mich casten, ne? Der andere will mich hauen. So, ich würde sagen, wir spielen es safe. Ne? Spielen es einfach sicher runter. So, ich möchte einfach keinen Schaden kriegen. Da kann ich nämlich upgraden. So, jetzt hat er mich ein bisschen geschwächt. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, kann ich etwas abwerfen? Nee. Also, wir machen erstmal den. So, da können wir den theoretisch ein bisschen schwächen. Dadurch noch mehr Schaden drücken. Und das war's dann quasi. Der wird uns jetzt auch nochmal debuffen, ne? Wabbeln. Oh, er wabbelt. Er wabbelt, Leute. Oh, der will noch irgendwas machen, ne? So, genau. Das sind unsere krassen Ausweichrollen. So. Ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwie Damage machen, würde ich sagen. Das ist auch nicht schlecht. So, und die verbrennen wir. So, wir sind immer noch... Er macht uns gigagebrechlich, ne? So, wir können aber nicht vollen Schaden machen. Das ist das Problem. Wir können aber 9 verhindern. Ja, wir spielen safe. So. Wir spielen es safe. Ist gereicht. Hab ich gerade verzählt. Ja, wir machen jetzt einfach bumm und bumm. So, ohne nachzudenken. Okay. Er hatte 2 Energie, das ist doch nicht schlecht. So ein bisschen spontan ist doch nicht schlecht. 5 Block. Füge allen Gegnern 13 Schaden zu. Stirb, stirb, stirb. Das ist auch nicht schlecht. Alle Gegner verlieren. Okay, Rückwärtsseite klingt auch nicht schlecht mit Ziel 2 Karten. So, dann gibt mir diese Energiekarte auch, ne? Aber stirb, stirb, stirb klingt schon gut, muss ich sagen. Die, die, die. So, der ist Tinky, ne? Der ist Tinky und macht viel Schaden. Wir haben leider keine Karte, die irgendwas abwerfen kann. Wir können es wieder safe spielen. Wir spielen es erstmal safe. So. So, da kommt das nämlich wieder in den Stapel. Genau. Jetzt macht er noch 8 Schaden. Ah, das ist schon nicht schlecht. Dann machen wir so. So. Und das Ding. So, jetzt will er mich kratzen. Und hat mich verwundbar gemacht. Unangenehm. So. Jetzt plant er aber irgendwas, ne? Strategisch. Dieser Gegner will einen wichtigen Effekt haben. Einen mächtigen Effekt. Ich sage, dann machen wir den erstmal schwach. Und dann werfen wir so etwas ab.
So, dann habe ich erstmal natürlich übertrieben viel Rüstung, aber... So, der will mich verwickeln. Das ist nicht gut. So, das ist nicht gut. Aber wir können uns noch verteidigen. Also ist das halbwegs in Ordnung. Guck mal, wir kriegen immer noch keinen Damage. Ja, verwickeln ist zu Ende. So, nächste Runde haben wir auch nochmal ein paar Geschichten. 12 macht er dann. 12 ist 4. So, dann machen wir einen von denen. Einen von denen. Und nochmal den. So, das heißt, der hackt nochmal zu. Der macht uns ganz schön verwundbar. Ja, das nervt ein bisschen. Aber wir können ihn auch immer noch nicht töten. Wir können ihn ein bisschen abschwächen. Das ist schon nicht schlecht. So, da kommen jetzt nur noch 14 bei rum. Aber... auf dem Papier ist er tot. Sehr gut. Okay, we did it, Leute. Wir sind einfach nur insane gut. So, füge 4 Schaden zu. Immer wenn du diese Karte ziehst, nimmst du eine Kopie von ihr auf die Hand. Endlose Qual. Das klingt ja gar nicht so schlecht. Jagd. Füge 15 Schaden zu. Ziemlich sind zu zickert mehr. Das klingt auch cool. Das könnte aber hier auch nochmal Tempo geben, ne? Aber wir machen mal endlose Qual. Irgendwie klingt das relativ lustig, muss ich sagen. So, unsere Auswahl ist immer noch terrible, by the way. So, der Diebstahl. Unangenehm. So. Wir können mit dem normalen Block, denke ich, arbeiten. Ja, wir machen das so. Step by step, das Geld, gib mir dein Gold. Ja, das Geld kriegen wir eh zurück. So, der macht immer konstant 10 Damage, ne? So, warte mal. Warte mal. Füge 4 Schaden zu, immer wenn du diese Karte ziehst. Ach so, ja. Ah, okay, okay. Ja, das jetzt verstehe ich. So, hat ja eh nichts gekostet. Haben wir noch eine zum Abwerfen? Nee, ne? Wir können den erstmal noch schwach machen. Dann tut es auch nicht so doll weh. Ah, wir werden über 10 machen müssen. Ich bin ja dumm. Aber wir können das Ding... Nee, wir werden einfach 10 machen müssen. Okay, wir kriegen zuerst mal Damage. Das ist unangenehm. Aber nur 2 HP verloren. Das ist actually nichts. So, stirb. Das sind 13. Ja, das muss reichen, ne? So. Und bumm. Und bumm. Gibt ja keine Karte, die mich healt, ne? Vergiftete Kreaturen verlieren zu Beginn ihres Zuges entsprechend viele TP. Gift verringert sich. Wie mit Zugemeinzeit. Das ist ja gar nicht so schlecht. Das ist, klingt ja so ein Bosskiller. Also, Killer nicht, aber riesen Damage. Zieh 1 Karte, zieh 1 Würfel ab. Das ist nicht schlecht. Füge allen Gegner 2x8 Schaden. Allen Gegnern, ne? Allen Gegner ist auch nicht schlecht. Füge 8 Schaden zu, ist der Gegner schwach, erhalte. Oh mein Gott. Also, hier sind schon ein paar Kombinationen dabei, ne? Aber wir machen es noch vorbereiten. So, ich glaube, wir müssen schon einen Endgegner mitnehmen, also würde ich sagen. Und dann chillen wir erst. Oh, der sieht gemein aus. So. Genau, also das Ding ist erstmal kostenlos. So. Da können wir den schwächen auf jeden Fall, würde ich sagen. Boom. So, dann können wir eine Karte abwerfen. Wir können sogar eine gezogene Karte abwerfen. Ja, dann machen wir die weg. Dann machen wir türkischer Schlag. Dann haben wir immer noch volles Mana. So, wunderbar. Super. Okay, ich glaube, das war eine coole Kombo. Der ist natürlich jetzt ein bisschen sauer. Was hat er jetzt gemacht? Hey, so. Hält immer... Wenn du eine Fähigkeit spielst, 2 Stärke. Oh.
sauer. So, der ist sauer, Leute. So, wir werfen... Wir werfen das hier ab, ne? So, und den Rest hauen wir ins Gesicht. Genau, da kann uns einmal hauen. Schädelstoß. Er hat meinen Kopf gestoßen. So. 13, oh, 24 macht er jetzt. Oh, oh, oh. 24 ist aber ordentlich. Lohnt sich, das zu reduzieren? Ich glaube, ich mache nicht in einer Runde 30 Schaden. Geschweige, also teilweise mache ich nicht mal 19 Damage. Also das muss ich mir jetzt gefallen lassen. Aua. So. Wir werfen Verteidigen ab. Machen wir das. Das. Und das. Ja, das war actually knapp. Also, tat weh. Wir haben aber Messschieber. Verliere zu Beginn deines Zuges 15 Block statt den Gesamtblock. Verhindert Schaden bis zum nächsten Zug. What? Warte mal, alle 10 Block für 10 Schaden. So, okay, das klingt sehr geil. Behalte am Ende eines Zuges immer bis zu 1 Karte. Angeboren. Gehe jeden Kampf mit dieser Karte auf der Hand. Füge 11 Schaden. Oh, das ist ja krass. Angeboren klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Angeboren klingt mega gut. Ja, wir nehmen mal das Angeborene. So. Ja, wir heilen uns, denke ich. Wir heilen uns. Dann gibt es noch einen Gegner und dann machen wir einen Shop. Na, das klingt doch schon mal nicht schlecht. So, das heißt, wir meucheln den ersten Mal, weil wir es können. Dann gibt es die endlose Qual. So, dann können wir uns noch vorbereiten, aber brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber wir gucken mal, vielleicht können wir... Siehst du? Oh, das war actually gut. Oh ja, guck mal, wir haben ihn fast down. Alter, was für ein Zug. Oh, shit. So, oha, das ist aber passend. Okay. Ja, das ist gar nicht so schlecht. So. Wir könnten jetzt natürlich, wie viel Schaden können wir jetzt reduzieren? Gar nicht so viel, ne? Machen wir mal den hier schwach. Sitzt nur 17 Schaden. Wir können theoretisch noch eine Karte... Also wir können übel viel Schaden noch reduzieren. Ja, ich glaube, wir müssen mit... direkter Reduzierung arbeiten. So. Das würde jetzt natürlich wehtun, aber die sind ja nächste Runde tot, also. Er jetzt 4 Schaden kriegt, das ist okay. Kann man, denke ich, verkraften. So. Füge 20 Schaden. Okay, Alter. Behalte immer am Ende des Zuges bis zur 1 Karte, genau. Der hier hilft schon ungemein, muss ich sagen, für einige Kombos. Also das Durchrotieren gefällt mir eigentlich sehr. Ich glaube, das Vorbereiten ist bisher absolut worth. Kriegsbemalung. Verbessere beim Aufheben 2 zufällige Fähigkeiten. So, ich könnte mal eine... Hier ist die Reihenfolge, egal, ne? Das kommt auf jeden Fall zu einer Frage. Aber ich glaube, ich nutze jetzt mal das Lager, um was zu verbessern. Ich weiß bloß nicht, was passiert, wenn ich das verbessere. Ich finde das hier witzig. Ich könnte aber auch das Meucheln verbessern, ne? Oh, das steht sogar actually da.
Es steht sogar da, wie viel es besser wird. Was macht 14? Finde ich nicht so gut. 17. Das Ding kommt dann auf. Also die kriegen alle so 4 Schaden mehr bisher, ne? Wer kriegt exakt 4 Schaden mehr? Die kriegen einfach alle 4 Schaden mehr. Also. Die Frage ist halt, ob 2 Karten ziehen besser ist. Das ist ja schon mein gesamtes Deck, ne? Was passiert bei dem? Elverblock. Ich finde die kostenlosen Sachen schon irgendwie geil. Vor allem siebter. Ich meine, das ist das Einzige, was sich mehr verbessert, ne? Ich glaube, wir machen das. Wir machen das besser, weil das macht mehr als 4. So, mal gucken, was jetzt hier passiert. Du läufst an einer unheimlichen Statue vorbei, die einigen Masken in den Händen hat. Whispered Stop. Du wirbelst herum und schaust die Statue an, die jetzt zu dir schaut. Bei näherer Betrachtung ist das keine Statue, sondern ein statuenhafter, hagerer Mann, der überhaupt atmet. Gesicht darf ich mal anfassen. Ja, wir können das, glaube ich, machen und dann uns gute Karten kaufen, oder? 7 HP verlieren für so viel Gold. So. Schönes Gesicht. Ja, mein Gesicht ist auch schön. Recht wirklich schönes Gesicht. Ja. Okay. Gruselig. Aber, ja. Wir werden ja noch... Ah, wir finden gar keinen Händler, ne? Oh, jetzt sehe ich erst die Problematik. Auf unserem Weg ist gar kein Händler. Das ist natürlich unangenehm. So. Wir werden auf jeden Fall einen meucheln müssen. So, tückischer Schlag. Den tückischen Schlag hätte ich schon Bock. Wir haben hier 13. Ja, wir können den, glaube ich, killen, ne? So, das heißt, wir machen erstmal, blocken wir und hauen den Block weg. Würde ich sagen. Wir hauen den Block weg. Wir können allerdings auch einen Block hochfahren, ne? Ja, wir machen vielleicht einen Schlag weniger, oder? Wir machen dann das. Ja. Aber wir können auch einen sofort killen, ne? Aber wir können den anderen schwächen. Weil ich werde jetzt ja das spielen, dann habe ich nochmal 2. Da kann ich das und 2 solche. Aber bringen wir 2 solche etwas? Das sind ja schon zusammen. Ja, ich glaube, wir machen einen Schlag weg. So, das heißt, wir spielen den auf den da. Dann können wir den natürlich schwächen, aber das ist eigentlich egal. Sie machen den schwach, hauen den und hauen noch einen Block drauf. So, das heißt, wir haben schon einen gekillt, kriegen keinen Debuff, der haut uns. Da war natürlich offensichtlich kein Damage. So, dann können wir eine Ausweichrolle probieren. Aber er macht jetzt eh nichts. Das heißt, wir bereiten uns vor. Dann machen wir stirb, stirb, stirb. So, dann noch ein Schlag. Und dann machen wir die Ausweichrolle, die für nächste Runde, glaube ich, ganz gut ist. Ja, der verwickelt uns. Das heißt, wir machen jetzt nur noch Defense. Aber wir können halt nichts davon machen. Ne? Das ist ärgerlich. Bereiten uns vor. Das heißt, wir werfen das ab. Und das. Okay, bestätigen. Achso, ich muss das bestätigen. So, das heißt, wir nehmen den Block. Nehmen noch einen Block. Sind genau bei 14. Und chillen. Okay, ich glaube, das war ganz gut. Die Vorbereitung ist echt mega worth. So. 8.
Ja, wir hauen, glaube ich, so einen Block weg. Eine Ausweichrolle. Einmal verteidigen und hauen den noch einmal. So. Ich weiß bloß nicht, was der uns jetzt debufft. Macht uns ein bisschen verwundbar. Boah, jetzt kommt ja sein Todesschlag. Aber ich glaube, wir killen ihn jetzt, ne? Ja, wir machen... Wir machen jetzt mal das hier. Das ist dann noch 11. Das ist er dead, ne? Dead ohne Combo. So, füge 5 Schaden zu. Angeboren. Wir können natürlich zweimal angeboren machen. Das klingt eigentlich nicht schlecht. Zweimal meucheln ist jetzt für mich... Ist ein guter Kickstart, würde ich sagen. So. Okay, der schläft noch. Solange der schläft... Ich sagen, werfen wir den ab. Bestätigen das Ganze. Meucheln den jetzt. So. Ich glaube, schwach lohnt sich jetzt nicht. Der ist ja noch betäubt, ne? Der ist betäubt, ne? So, das ist ja wie so ein kleiner Mini-Boss. So, das heißt, Gegner ist jetzt dran. Wacht auf, denke ich mal. Ist immer noch toll. Ne, jetzt hat er Bock. Okay, jetzt hat er Bock. Ja, der mag auf jeden Fall, wenn ich Dinge abwerfe, ne? So, er macht 18 Schaden. Wie viel wollen wir davon verhindern? Also, wir werden auf jeden Fall das hier machen. Wir können... Ich glaube, ich will lieber zweimal verhindern, ne? Ja, wir machen, glaube ich, so. Spielen wir erstmal dick den hier. Dann haben wir wieder 3 und dann spielen wir hier alle 3, denke ich, ne? So, das heißt, wir kriegen jetzt einmal ordentlich Damage. Boom. Das tat weh. So, jetzt wird er nochmal 18 Schaden zufügen, aber wir quälen ihn erstmal ein bisschen. So, das ist ein bisschen unangenehm. Das heißt, wir kriegen nochmal etwas Schaden. Au. So, der macht jetzt hier irgendeinen Mist. Ja, können wir nichts machen. Seele aussaugen. Oh, bitte. Aua. Okay, Stärke gesenkt ist unangenehm. Stärke gesenkt ist actually sehr unangenehm. Aber türkischer Schlag ist mega gut. Okay, also. Bumm. Bumm. Bumm, bumm. Scheiße. Oh, das ist bitter. Das hat uns richtig viel HP gekostet. Die Frage, die Angriffskarte, die du erhältst, ist verbessert. Kost. Vorbrechen. Vorbrechen klingt ich auch. Das ist bisher mit das Beste, was ich ziehe bisher, ne? Vorbereiten. Vorbereiten klingt echt gut. Aber das Ding ist halt verbessert, ne? Ich sollte schon das Ganze nutzen. So, hier ist egal, wen wir nehmen. So, den werden wir natürlich brutal meucheln und quälen. So. Dann schmeißen wir Verteidigen, denke ich, weg. Ja, das war ein brutaler Overkill an der Stelle, aber nehme ich. So, füge allen Gegnern 10 Schaden zu. Ah, ich muss einen Trank loswerden, oder was? Okay. Ja, das habe ich auch nicht bedacht. Wende 2 schwach an, erhalte 11 Block. Immer wenn ein Angriff ungeblockt Schaden zufügt, wenn er ins Gift.
Klinge vergiften. Das, ich nehme das. Klinge vergiften klingt irgendwie krass, aber... So, wir holen uns jetzt auf jeden Fall nochmal aus. Wir brauchen HP. Und jetzt machen wir den, jetzt bewerfen wir den nur noch mit Tränken, I guess. So, wir haben hier einen großen Schleimball. Der große Schleimball teilt sich bei 50%. Das heißt, wenn wir dem 70 Schaden machen, dann ist das schon toxic. Mhm. Ja, wir wollen ja, wenn dann... Wir wollen dann, wenn dann das hier nicht... Tückischer Schlag nehmen wir auf jeden Fall. Ein bisschen Block erhalten ist auch nicht schlecht. Ja, wir machen, glaube ich, das hier weg. Ne, das hier mal. Das ist einfach am schwächsten von allen. So, das heißt, wir preschen nach vorne. Wir machen... Oder behalten wir den vielleicht sogar? Ich glaube, den behalten wir actually sogar. Weil wenn wir den auf 70 Karten runterdrücken... Ich glaube, das könnte eher gut sein, wenn er sich teilt. So. Das heißt, wir werfen dem mit 20 Schaden ins Gesicht. Okay, das heißt, jetzt müsste er sich teilen, ne? Gut. Gut, gut, gut. Der teilt sich und dann kann ich jetzt richtig vielen gleichzeitig Schaden zufügen. So. Wir machen den erstmal schwach. Dann nehmen wir sogar einfach die 8 Block an. Machen noch einen Schlag auf... Erschlagen den weiter, denke ich. Und machen nochmal 4 Block. Und dann können wir Gift anwenden, ne? Werfen wir, glaube ich, auf den hier Gift. So, damit der so langsam runter tickt. So, jetzt bin ich ein bisschen gebrechlich. Aber ich kriege keinen... Okay, das ist unangenehm. So, wie... der macht jetzt aber richtig Schaden, du. Okay, wir müssen den auf... 30 Geld bringen. Auf 30. Okay, das ist gar nicht so einfach. Scheiße. Ja, das wird jetzt wehtun, I guess. Das wird jetzt richtig wehtun. Okay, der wird sich da gleich teilen. Der wird sich gleich teilen. Aber wir müssen irgendwie eine Karte abwerfen. Das ist es. Oh, die ist so gut. So, das heißt, der ist jetzt unter 30. Und wir werfen... Wir werfen wahrscheinlich Verteidigen ab. So, der wird sich jetzt gleich teilen, ne? Das heißt, wir machen 10 Schaden an dem. Nochmal das. Und dann Ausweichrolle. Und stirb, 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 behalten wir erstmal noch. Oder? Ja, aber der wird sich jetzt noch nicht teilen. Der wobbelt jetzt noch ein bisschen. So, der da spaltet sich. So, jetzt sind wir langsam sehr verschleimt. Aber die verschleimten Sachen sind actually nicht schlecht, ne? So, wir können jetzt nach vorne preschen. Mit den da. Den kriegen wir jetzt auf unter die Hälfte, ne? So, das heißt, wir bereiten uns erstmal vor und werfen hier so eine Karte ab. Genau. Ja, wir preschen nach vorne. Nee, das ist zu viel. Wir machen das hier. Der teilt sich auch nicht nochmal, ne? So, das heißt, wir machen den.
Den da bringen wir jetzt zum Teilen. Aber der teilt sich, glaube ich, der kriegt dann 3 Schaden nächste Runde, ne? Ich glaube, der teilt sich dann automatisch. Ich glaube, ich gamble jetzt mal so ein bisschen. Ja, wir gamblen jetzt mal so ein bisschen. So, genau, der müsste sich jetzt teilen. Der macht jetzt nichts mehr. Sehr gut. Und die dürfen jetzt auch nichts machen, ne? Okay, jetzt hoffen wir auf Stirb, Stirb, Stirb. So. Okay, wir haben leider nichts zum Ziehen bekommen. Das ist leider nicht so geil. Killen den hier auf jeden Fall. Und dann werden wir den, glaube ich, los. Ja, wir kriegen halt echt viel Schleim in den Hals. Gebrechlich, gebrechlich. Okay, unschwach. Unangenehm. So, wir bereiten uns vor. Wir werfen das ab. Ein bisschen Block können wir actually behalten. Ja, behalten einen Block, so. Also, wir machen den da, glaube ich, kaputt. So gut, wie es geht. Wir müssen halt irgendwann 4 Schaden machen, ne? Wir müssen halt irgendwann auch Schaden machen. Wir können jetzt natürlich nochmal richtig viel verhindern. Mit 6 Block. Ja, ich glaube, wir verhindern nochmal. Wir verhindern nochmal ein bisschen. Scheiße, unser Deck ist echt voller Müll. So. Okay, Dolchwurf. Machen den. Ich werfe... Werfe wahrscheinlich den Block eiskalt ab. Na, wir müssen jetzt den da hinten töten. Können sie da 6 Schaden machen. Wir werden die Ausweichrolle voraussichtlich nicht nehmen, ne? Ja, wir müssen uns, glaube ich, vorbereiten. Oh, stirb, 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 ist gut. Ja, sehr gut. Das heißt, wir können sogar mal 3 Schaden verhindern, ne? Ja, das machen wir, glaube ich, sogar. Wir machen stirb, stirb, stirb. So, und das heißt, wir können jetzt nochmal 3 Damage verhindern. Und nächste Runde killen wir die. Genau, nächste Runde killen wir beide. Hoffe ich. So, der wabbelt noch ein bisschen. So. Den machen wir schwach. Und machen das. Und verbrennen diesen Schleim, zumindest ein bisschen. Ja, ich glaube, das wird was. Das haben wir. Das haben wir im Sack. Und wir haben danach ja Full HP, ne? So. Okay, nee, der wabbelt. Wir machen, glaube ich, erstmal den hier, glaube ich. Ja, wir töten erstmal den. Weil der macht irgendeinen komischen Zug nächste Runde. Der macht, der wabbelt irgendwie. So, das Wabbeln ist mir komplett egal. So, und tot. Okay, ich glaube, das habe ich gut gemacht. Ich glaube, das war in Ordnung, Leute. Wir nehmen Gold mit. Albtraum. Wähle eine Handkarte. Nimm im nächsten Zug 3 Kopien. Okay, das klingt krass. Klinge vergiften. Finde ich irgendwie ganz schön langsam. Aber es ist halt gegen so einen Endgegner wahrscheinlich nicht schlecht. Gegen so einen großen. Du kannst in diesem Zug keine Karte ziehen. Deine Handkosten. Handkartenkosten. Nee, das passt nicht. Bin ja schon aufs Ziehen aus. 3 Kopien. Das muss aber ein sehr entspannter Zug sein, ne? So, Bosskiste. Verdopple den Effekt von Tränken. Du erhältst in einem Zug, du kannst nicht mehr Absicht... Oh mein Gott.
Alte, bei Kartenbelohnung hast du 2 Karten weniger zur Auswahl. Ja, das ist okay. Die Stadt. Wir sind in der Stadt, Leute. Ja, das ist mir eigentlich Wurst, ne? Wir müssen auf jeden Fall zu einem Händler, also wir müssen das schon nach da. So, Flug, Flug, Flug. Was bedeutet Flug? So, Gegner will. Für 1 Schaden, 5 Angriff, okay. Verringert zu Angriffsschaden 50%. Flug endet. Oh mein Gott. 50%. What? Das ist ja brutal. Na gut, wir versuchen erstmal trotzdem einen, so gut es geht, zu meucheln. So, jetzt hört er auf zu fliegen, ne? Oh, jetzt der Dizzy, ist auch nicht schlecht. So, wir bereiten uns noch weiter vor. I guess. Dass wir werfen die Blocks ab. So, dann machen wir hier den. Den. Der ist jetzt auch müde. Ja, wenn die betäubt sind, ist das ja schon mal grundsätzlich nicht schlecht. So. Okay. Immer noch betäubt, betäubt, ist klar. Oh, Alter, der Hals. Rechts. Aha, der hat sich noch verstärkt. Okay, okay. So, Albtraum. Ja, Albtraum passt hier noch nicht so gut. Ich hätte das mit dieser anderen Karte probiert. So, die sind alle schon am Boden. Ne? Wenn die am Boden zerstört sind, sind die auch sehr schwach. Wir können jetzt gigahart blocken. So, wir werfen auf jeden Fall den hier ab. Ja, ich glaube, das wird hier so eine kleine Defense-Round. Damn, wenn die keinen Flug haben, sind die ja übelste Abfallkreaturen. So, das heißt, wir machen auf jeden Fall noch nicht das. Wir holen den erstmal runter, ne? Schaffen wir es, den runterzuholen? Ja, ne? Wir müssen aber dazu eine Karte abwerfen. Aber das können wir nicht. Scheiße. So, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ja, wir machen mal das. Und dann die, die, die. So, dann müsste der ja dann irgendwann landen. Genau. Cool. Das war gut. Jetzt ist er betäubt, macht nichts. Jetzt wacht er so langsam auf. Und dann Twinwing. Sehr gut. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. So, füge 8 Schaden zu. Okay, jetzt sehe ich den Nachteil. Jetzt sehe ich. Manchmal muss man Dinge sehen, um zu verstehen, wie schlimm die sich anfühlen. So, wir. Ach, das Ding ist so gut, ey. Okay, wir meucheln erstmal einen nieder. Richtig schöne Meuchel-Action. So. Geil. Wir haben einen wirklich komplett tot gemacht, ne? Und verhindern 13. Das war eine smooth Runde, Alter. Also Card Draw ist ja mega busted. Card Draw fühlt sich ja übel gut an. So, der macht jetzt 10 Schaden, ne? Also in dem Albtraum. Ja, den Albtraum sehe ich noch nicht, muss ich sagen. Ich finde, das ist wahrscheinlich die beste Kombo. Das hier und Albtraum, ne? Vielleicht können wir das sogar actually probieren. Wir testen das jetzt mal, okay? Wir machen mal das und das weg. So. Wähle eine Handkarte, nehmen wir im nächsten Zug 3 Kopien. Im nächsten Zug erst, ne? Da macht er mir 10 Schaden. Ja, das ist so ein Vorbereitungszug dann, I guess. Ja, wir preschen, glaube ich, erstmal vor. So.
So. Wunderbar. Wir wollen einfach safe keinen Damage kriegen. Aber ich glaube, dass ich versuche dann mal diese Qual zu nehmen und ziehe dann halt 100 Mal die Qual. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Karten dann auf eine Hand passen, by the way. So, wir machen den erstmal schwach. Dann töten wir den Hinterrücks. So, also bisher fühlt sich Meucheln sehr gut an. Füge 8 Schaden zu und wenn du 4... Das sieht doch gut aus. Oh, das wird ja fehlende Auswahl. Das ist terrible. Okay. So, der ist wendig. Was heißt wendig? Erhält beim Angriffsschaden 3 Block. Erhaltener Block erhöht sich, wenn wendig ausgelöst wird. Setzt sich zu Beginn deines Zuges auf 3 zurück. Krass. Warte mal. Wie kriege ich den kaputt? Leute. So. Ja, machen Sie es, glaube ich, einfach die Reihenfolge. Okay, das hat weh. So, das heißt, ich muss den immer über 3 Damage machen. Also kleine Schadensquellen sind actually schlecht für mich. So, ja, das ist schon mal guter Schaden, das auch. Aber vorpreschen hilft auch. Ja, machen das erstmal. So, vielleicht, also, ach, das ist ein gutes Verteidigen, ne? Ja, was will ich denn spielen? Ja, wir können vorpreschen, Dolchwurf und Dings, ne? Das ist wahrscheinlich das Beste. Oder wir spielen das safe. So, wir machen so. Das macht auf jeden Fall dicke 17 Damage, ne? Ah, das verhindert 13. Ich muss auf 21 kommen. Das geht actually. Ja, wir machen auf jeden Fall das und das. Jetzt können wir 12 Schaden machen. Oh, die ziehen wahrscheinlich da nichts Großartiges, ne? Ja, wir müssen den ganz, ganz anstrengend töten. Bum, bum, bum. So, alles weggeblockt. So, wir haben nichts zum Abwerfen. Ne? Das ist leider kacke. Der plant irgendwas. Der plant da irgendwas. So, jetzt hat er 4. Ja. Ich glaube nicht, so eine Killchen. Er macht jetzt irgendeinen Schwächesporn. So, ich bin jetzt gigaschwach. Schwach ist natürlich hier in dem Moment sehr ungünstig. So. Geil. So. Sehr gut. Das hat gut funktioniert. So. Akrobatik. Ziel 4. Mega gut. Also ich kriege hier eine gute Auswahl, Leute. Ich weiß nicht, was ich noch gekriegt hätte. Aber ich bin bisher mit meiner eingeschränkten Auswahl sehr zufrieden. So. Wir fangen immer mit Meucheln an. So, der wird mich doll hauen, ne? Frage ist, welche Karte kann ich drei... Ich glaube, ich kann das noch nicht miteinander kombinieren. So, wir meucheln. Wir meucheln erstmal den Kleinen, würde ich sagen, ne? Kleine plant da irgendwas Schlimmes. So. Wir brauchen nur 10 Verteidigung, ne? Nur 10 Verteidigung ist super gut. Das heißt, wir machen jetzt auch den Dolchwurf. Werfen das hier ab. Ja, das haben wir gut gemacht. Das heißt, der haut uns jetzt für 2-mal. Bringt aber nichts, weil ich einfach sick bin. So, und jetzt können wir den... Können wir den auf jeden Fall vergiften, würde ich sagen.
So, dann machen wir den noch schwach. Und das, das, das. So. So, jetzt macht er irgendeinen Debuff. Leider. Oh, er hat mich gebannt. Was ist das? Immer, wenn du eine Nicht-Angriffskarte ausspielst, mische ein benommen. Oh, mein Gott. Okay, das ist schon mal Angriff hier, ne? Alter, die sind übelst akrobatisch drauf. Ich könnte jetzt 4 Karten ziehen, ne? Ich würde jetzt gerne mal die Combo ausprobieren. So, dann mach mal den Block weg. Dann machen wir auch das hier. Ah, schade. Ja, dann machen wir das weg. Und das weg. Schade. Ich habe jetzt was anderes erhofft mir. Okay. So, wir machen auf jeden Fall noch 8 Schaden, I guess. Die, die, die. So. Okay. Das war ein krasser Zug. So, der ist jetzt noch vergiftet. Jetzt hat er natürlich Giga-Stärke bekommen. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, hier solche Karten einfach rauszufiltern. Der macht jetzt richtig Damage, ne? So, dann würde ich sagen, wir machen Akrobatik. Wirfen das weg. Spielen, glaube ich, noch eine Vorbereitung. 8 Block, ne? Wir müssen 16 Schaden blocken. 16 Schaden. Wie blocken wir denn am besten 16? Dem Ding, ne? Ja, das heißt, diese Runde greift. Ne, warte mal, das Ding hat 8. 8 plus 8 ist 16, ne? Okay, dann machen wir das. Und das weg. Das heißt, wir machen das. Das. Schmeißen den weg. Und machen wir noch ein bisschen Damage, ne? Sehr gut. So, das heißt, der kriegt nochmal Giftschaden. Das ist natürlich extrem niedrig. So, sah jetzt kurz so aus, als wenn ich nochmal Schaden bekomme, oder? So, 13 Schaden willst du mir jetzt machen, ne? Diesmal aber zum ersten Mal kein Card Draw, by the way. Wieder eine Handkarte, ne? Das ist auch ungeil. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, zum ersten Mal Schaden gefallen lassen. Und wir nehmen mittlerweile echt viele Benommen-Karten auf. Aber ich glaube, nächste Runde killen wir den. Das heißt, wir haben jetzt einmal ein bisschen Schaden gekriegt. Machen jetzt das Ding. Brech nach vorne und GG. Okay, cool. Sehr gut. Ich merke natürlich, dass so ein Run auch ein recht langes Video sein kann. So, im nächsten Zug wird dein Angriffsschaden verdoppelt. Nächsten Zug. Okay. So, Shop. Wir haben richtig viel Kohle. Haha, so. Also, der Stich war nicht schlecht, ne? Unspielbar. Wenn du diese Karte abwirfst, ziehe 1. Okay. Wirf deine Hand ab. Zieh genauso viele Karten. Immer, wenn du angegriffen wirst, füge deinem Angriff. Okay, das finde ich nicht gut. So, Elan. Immer, wenn du in einem einzigen Zug 5 Karten ausspielst. Oh, das klingt nicht schlecht. Ich glaube, das ist machbar. Angeboren. Das nehme ich auch. So. Gegner mit schwach verursachen wird 40% weniger Schaden. Wenn du einen Ladenraum betrittst, oh geil, nimm beim Aufheben ein weiteres Exemplar einer Karte in dein Deck. Klingt auch cool. So, der hat Rabatt, ne? Sagst du. Stirb, 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 ist ja auch gut. Ja, wir nehmen mal den. Wir nehmen mal die Karte noch mit. Ladenheilung, ne? Können natürlich ein paar Sachen noch entfernen, ne?
kostet aber. So, nochmal heilen. Aber wie oft betreten wir noch einen Laden? Wie oft werden wir noch einen Laden betreten, Leute? Keine Ahnung, wie oft. Ja, wir nehmen mal das und gucken, was so die Ladenheilung macht, okay? Also das fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Ich würde sogar sagen, wir trauen uns. Können dann da noch. Doch, wir haben noch ein paar Läden. Oh, doch, so einen Laden würde ich ja wieder mitnehmen wollen. Aber welchen Endboss machen wir da jetzt? Ganz links wird mir keinen Laden mitnehmen, ne? Aber hier schon. Hier so langsam komme ich, glaube ich, in den Laden rein. So. Okay. So. Elan. 5 Karten. Ja, ich glaube, das schaffen wir. So. Okay, dann kümmern wir den jetzt erst, ne? So. Genau, wir werfen das ab. Ja, oder? Ich will das hier abwerfen, ne? Verteidigen. So, ja, das wird gut. Seht ihr das? Wie viel Elan ich hier habe? Ist ja mega gut. So, vorpreschen. Wir könnten jetzt natürlich. Nächsten Zug. Ah nee, das muss ich dann echt machen, wenn ich den Albtraum auf der Hand habe, ne? So, oh, das ist noch, der Albtraum ist noch schwer zu spielen, muss ich sagen. So, wir preschen trotzdem nach vorne. Und dann sind wir durch. Das fand ich gar nicht so schlecht. So, du hast das jetzt mit den Federn. Okay, wir bereiten uns vor. Wir killen einen, ne? Wir killen den da rechts. Das heißt, wir nehmen mal einen Block raus. Bumm. Bumm. Genau. Okay. Nehmen wir nochmal. So, nochmal 10 Schaden macht das. Hält Elan jetzt die ganze Zeit? Nee. So. Ja, wir töten jetzt auch. Geil, Mann. Ey, das macht ja mega Laune. Das ist ja übel geil. Schwächetrank. So, nehme ich. Und das liest sich mir. Das war bestimmt eins der schlechteren. So. Ja, die Auswahl, wie gesagt. Sie ist nicht da. So, die sind auf jeden Fall wütend. Die sind auf jeden Fall wütend. Haben wir Elan dabei? Nee. Na gut. Erstmal machen wir den allen absurden Damage. So, dann. Warte mal, was macht der? Untertan fliehen aus dem Kampf, wenn ihr Anführer stirbt. Ah, krass. Das ist witzig. So, Dolchwurf. Ich würde gern 2 Karten ziehen. Okay. Nehmen wir Verteidigung mit. Ich glaube, wir töten die eher, ne? Verteidigung brauchen wir, glaube ich, nicht. Das heißt, wir meucheln die lieber. Nee. So. Okay. Okay. Der Gremlin-Anführer. So, Elan. Kriegen wir Elan hin? Ja, ne? So, das heißt, wir schnitten und tritten den. Und quälen wir ihn. So. Der macht jetzt natürlich trotzdem sahnigen Damage. Boah, komm, wir machen den einfach mal schwach.
So. Gegen den werden wir jetzt ja noch ein bisschen kämpfen. So, die, die, die. Mach den auf jeden Fall erstmal schwach. Abwehr feiere ich jetzt nicht so sehr. Das finde ich okay. Bum, bum. Halt, der Elan hält halt die ganze Zeit dann. Ne? Das ist halt übel geil. Oh no! Na gut, die werden alle sterben. So, die werden alle durch. Stirb, 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 sterben. So. Das können wir vielleicht jetzt sogar schon machen, ne? Ja. Wir machen nächste Runde, machen wir super Albtraum. Und dann nochmal den, würde ich sagen. So. Jetzt kriegt er nochmal Stärke des Todes. Aber wir machen jetzt richtig Schaden. So. Dann werfen die hier ab. Würde ich sagen, machen wir einen schönen 20 da rein. Dann den. Und dann nochmal 26. Okay, also das mit dem Double Damage ist actually mega witzig. Immer wenn du einen Trank nutzt, heile 5. Geil. Verbessere deine Handkarten bis zum Ende des Kampfes. Verbessert. Verbessern macht Karten mächtiger. Karten können nur einmal verbessert werden. So, unspielbar. Taktiker. Also diese Abwurfmechanik feiere ich. Muss ich sagen, die feiere ich gigahart. So, da ist ein großer Lizard. Ja, wir haben auf jeden Fall genug. Oder warte mal, wir ziehen erstmal. Wir ziehen erstmal 2. So. Und zwar das auch. Genau. So, das heißt, wir machen den, 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 den und den. Geil. So, jetzt er dran. Verwirrendes Blenden. Verwirrung. Was macht Verwirrung? Immer, wenn du eine Karte ziehst, sind ihre Kosten zufällig. Unangenehm. So. Okay, das ist unangenehm. So, okay. Wir machen erstmal die alle, die nichts kosten. Ne? Der macht jetzt 8 Schaden. Das ist natürlich. Ja, gut. Hart unangenehm. So, Rundenschlag. Ist uns völlig egal. Wir sind einfach nicht tanky. Und. Das ist natürlich lustig. Aber hier in dem Fall nicht so gut. Die Kosten sind also hoch. Weil das ist jetzt billiger geworden. Aber ja, ich glaube, weil es billiger geworden ist, müssen wir es einfach ziehen, würde ich sagen. Die Frage ist halt, ob das kostenlos sein wird oder nicht. So. Okay. Ja. Ich meine, wir können auch eine ziehen. Ah, das ist ja. Also, ja. Random Shit ist natürlich unangenehm. Sehr unangenehm, Leute. So, weil er kostet jetzt 2 Mana, ne? So, aber wir töten ihn. Yikes. Großes Yikes. Füge einen Gegner ins Instanzo, okay. So. Warte mal, habe ich das jetzt bekommen oder nicht? Warte mal, bin ich jetzt rausgegangen? Echt, das mit der B-Taste muss ich noch lernen. So, nimm zu Beginn jedes Kampfes 3 Messer auf die Hand. Das ist ein krasser. Also, wir haben ganz schön viel auf der Hand. So. Ich kann ja welche ab. Ich trinke die jetzt einfach.
Wir werden beim nächsten Kampf einfach trinken. Das ist das Ding. So, das heißt, wir schmieden jetzt ein bisschen. Was kann man denn hier noch schmieden? 14 Schaden. Ja, der verteilt sich dann sehr gut, der 14 Damage, ne? Was ist denn hier? Die wird billiger. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Der Albtraum wird billiger. Der wird auch an sich einfach nur besser. Der wird auch günstiger. Ja, das könnte auf Dauer sehr gut sein, ne? Wenn ja, machen wir das, glaube ich. So, und jetzt müssen wir mehr Tränke benutzen. Scheiße, ich muss immer einen Trankslot quasi offen haben. So, Alter, look at this. Kriegen wir irgendwo her... meine Hand ist ja... ja, sahnig, würde ich sagen. So, wenn du diese Karte abwirfst. Ich habe leider nichts zum Abwerfen gezogen, ne? Okay, also wir... boah, ich kann jetzt hier einmal komplett durchhauen, ne? Zum Ende des Kampfes. Ja, wir machen, glaube ich, das. Und verbessern... wahrscheinlich das hier, ne? Verbessern wir alle? Ne, eine zufällige hat jetzt einfach verbessert, ne? So, na gut. Das heißt, wir messern jetzt hier ein bisschen. Ich glaube, wir meucheln den hier einfach nieder. So. Alter. Das ist mal ein Start, Leute. So, blocken werden wir auch noch. Und das war's. Ich habe nichts zum Abwerfen leider gezogen. Das heißt, wir kriegen jetzt einmal 4 Damage. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber müssen wir halt durch. So, immer jetzt erst Elan, ne? Jetzt erst Elan ist nicht so gut. Ja, blocken werden wir nicht, oder? Doch, müssen blocken. Ah doch, wir werden auch blocken. So, stirb, stirb, stirb. So, jetzt macht er 0 Damage. Und dann ist er tot. So, bumm und bumm. Perfekt. Leute, das wird ja eine mega Aufnahme. So, erhalte 1 Karte. Akrobatik nehme ich. So, jetzt nochmal ab in den Shop. Nee, ich wollte A. Nee, warte. So. A wollte ich drücken. So. So, vorpreschen. Ja, vorpreschen. Füge pro in diesem Zug gespielten Angriff 8 Schaden zu. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist ja krass. Die nehme ich. So, wir nehmen noch einen Gegner, würde ich sagen. Oh, nicht der schon wieder. Den mag ich nicht. Da sind die Messer leider unangenehm. So. Das ist sehr unangenehm. So, das heißt, wir werfen auf jeden Fall erstmal diese Karte hier ab. Aber meine Hand ist voll. Wie viel kann ich denn auf der Hand haben? Das wusste ich gar nicht. Das hat mir das Spiel noch nicht gesagt. Scheiße. Das Spiel hat nicht gesagt, was die Grenze ist. Unangenehm. So, 21 Schaden macht er, ne? 21 Schaden macht er. Ja, ich glaube, wir nehmen jetzt einfach mal einen Trank. Dann heilen wir uns automatisch auch ein bisschen. So. Okay. Boom, boom, boom. Das hat weh. Okay, diese Pflanze wird mir noch hart auf den Sack gehen. So, zweimal stirb, stirb, stirb. Dann nehmen wir den Schlag lieber raus, oder?
Wir machen lieber die, die, die. Ja. Ja, wir hätten den halt nicht gekillt, ne? Scheiße, wir kassieren gegen den. Wir können uns dann noch einmal ausruhen. Und nochmal ordentlich AP heilen, aber das ist jetzt schon sehr unangenehm hier. So. Das ist auch unangenehm. Können wir denen bitte noch einen Damage machen? So. So. Ja, wir werfen jetzt das ab, ne? Okay. Boom. Okay, gut. Hat sehr viel Leben gekostet. Wenig Gold habe ich bekommen. Ablenkung. Nimm eine zufällige Fertigkeit auf die Hand. Diese kostet 0. Okay. Okay. So. Ja, wir müssen dann auf jeden Fall pennen. Scheiße, Mann. So, der fliegt. Der will also fallen, so schnell wie es geht. Haben wir hier unseren Elan noch nicht, ne? Warte mal. Erstmal mache ich hier ein paar Messer auf den drauf. So, der Vogel ist erstmal 11k. Dann spielen wir Verteidigen. Ja, bestimmt, ne? Kostet halt 0, ne? Ja, wir wollen auf jeden Fall den Schaden verhindern, oder? Ja, wir wollen erstmal vollen Damage verhindern. Ja, scheiße. Ja, doch, wir müssen auf Nummer sicher gehen. Ja, das ist dumm. Ich bin wirklich dumm. Ja, wir wollen, wie viel AOE machen wir? Wir machen erstmal 17 AOE, würde ich sagen, ne? Ja. So, das heißt, der hat noch 2 HP. Das ist natürlich dummes. Ja, das war, ich glaube, das hätte man viel besser spielen können. Viel, viel besser. So. So. Ach so. Oh, wow. Ich muss erstmal. Ah, okay. Ich dachte, der lädt das auf. Ja, das war actually ziemlich dumm. Und dafür entschuldige ich mich auch. So. Okay, wir werden auf jeden Fall den Block entfernen, auch wenn der natürlich sehr gut klingt. So, verschwimmen. Erhalte 5 Block. Dein Block wird zu Beginn des nächsten Zuges nicht entfernt. Okay, war nicht gut. Da muss ich so in Kauf nehmen. Leider. So, Leiden ist erstmal ganz schlecht. So, schaffe ich 5 Karten in diesem Zug? Schaffe ich gar nicht, ne? Okay, das könnte jetzt einer der schlechten Züge werden, weil ich habe nichts. Fuck. Da geht jetzt nochmal 7 Schaden, ne? Da. Kacke. Ich meine, wir haben noch viele HP, so ist es nicht. So. Okay, okay, okay. So, Gifttrank. Das ist nicht schlecht. Oh, nochmal meucheln. Leute, wir haben einfach den Meuchelstart unseres Lebens. So, wir heilen auf jeden Fall. Ja, das sieht gut aus. So.
Okay, der sieht dick aus. So, guck mal, wir haben schon zu viele Handkarten, ne? Seht ihr das? Durch unseren super krassen Start haben wir eiskalt schon zu viele Handkarten. Aber nur, wenn wir Qual ziehen. Okay. So, und Gift. Nee, Gift werfen wir jetzt noch nicht. Wir werfen Gift erst dann, wenn wir es stapeln können, oder? So, was ist Defensivhandelton? Oh mein Gott. Strategisch. Dieser Gegner will eine negative... Ja, okay, das weiß ich. Mit 5 Block. Am Ende des Zuges. Aha, okay. So, welche Karte könnte ich denn... Also Albtraum können wir auf jeden Fall schon mal nicht benutzen. So, der Albtraum ist auf jeden Fall weg. So, wir können nochmal das machen. Und das benutzen. So, dann können wir den auf jeden Fall erstmal schwach machen. Reichen nämlich die Blocks fast schon aus. Nehmen wir nochmal den Babyblock und nochmal Damage. Ja, ich hoffe, dass ich dieses Gift ziehe. Ich glaube, wenn ich das Gift ziehe, packe ich dann nochmal Gift drauf. Ja, das ist dann mathematisch gut. 24, da ist es nämlich. So, okay. Also, wir müssen auf jeden Fall das hier entfernen. Und auch das. So. Das muss eigentlich funktionieren. Also, wir machen es mal den. Dann Gift. Dann werfen wir hier nochmal Gift auf den. Genau, und dann haben wir, glaube ich, richtig viel Damage. Ja, dann würde ich sagen, wir lenken ab, machen Ablenkung nochmal weg. Und werfen das noch auf den. Bam, bam, bam. Okay, ich glaube, das war schon nicht schlecht. Jetzt haut er uns natürlich so richtig aufs Maul, ne? Das Gift ist gut. Aua. So, jetzt plant er irgendwas Mieses. Also. So, Elan müssen wir auf jeden Fall spielen. So, blocken müssen wir diesmal nicht, ne? Aber es macht... Naja. Ey, wir müssen das wegmachen, weil wir haben eh genug Energie. Okay, das mit dem Gift ist richtig gut. Okay. So, jetzt macht er wieder irgendwas Grausames. Okay, das Gift hilft gerade übelst, Solle. So, was hat er jetzt auf uns gemacht? Achso, das Elan. Ja, nee, schwach. Ja, schwach ist halt scheiße, ne? Was soll ich machen? So, Akrobatik. Akrobatik muss auf jeden Fall her. So, Phantom ist zu teuer, ne? Teuer. Ziehen leider echt wenig Verteidigung gerade. 24 Schaden macht er, ne? So. Ja, wir machen den Schlag mal weg. Ziehen nochmal. Schlag machen wir auch erstmal weg. Dann machen wir das noch weg. So, okay. Also, ein bisschen Abwehr. So, das müssen wir auch nochmal benutzen. Okay. Wir haben nur 2 Angriffe geschafft. Das heißt, jetzt benutzen wir die Flask. Heil nochmal. Machen wir mal den Dolchwurf. Ah, das war falsch. Mann. Verlesen. Aber im Prinzip ist... Nee, das war nicht... Actually war es sogar... Es war fast richtig.
So, fast richtig, Leute. So. Okay, mehr vollstrecken. Ich bin halt in der schwachen Phase, ne? Wenn ich schwach bin, was soll ich machen? Easy. Macht halt eiskalt 24 Schaden, ne? So, eine Kopie. Eine Kopie von etwas kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Ja, das ist richtig scheiße jetzt. Oh, doch, wir machen, pass auf, wir machen das so. Also wenn er gerade eh nichts macht, machen wir jetzt, glaube ich, das hier. Und hoffen, dass wir die natürlich jetzt nicht... Ich hoffe, dass wir die einfach nicht so ohne gut einsetzen können. So. So, das heißt, der macht jetzt irgendwas. Okay, ich spüre meinen Zorn. Okay. 32. Okay. Gut, wir müssen jetzt nur eine Karte abwerfen. Ja, das ist, jetzt haben wir verloren. Ich habe gehofft, dass wir eine Karte abwerfen dürfen. Ihn schwach zu machen ist erstmal schon mal sehr gut. So, wir hoffen, dass wir jetzt was Gutes ziehen. Im nächsten Zug. Alt X Karten. Alte X. Ja, ich glaube, wir machen auf jeden Fall nochmal Gift drauf. Und dann hoffen wir, dass wir die nächste Runde damit töten, oder? Schaffen wir das? Oder zumindest überleben? Ja, wir müssen das, glaube ich, testen, doch. So, wir hoffen einfach aufs Beste. Komm. Au, au. So. Okay, also es geht los. Wir fangen erstmal damit an. So. Dann haben wir den auf jeden Fall Gift drauf. Dann ziehen wir auf jeden Fall noch ein paar Karten. Wir hauen das weg. So. Dann würde ich noch ein paar Karten ziehen. Und wieder das hier weghauen. So, dann müssen wir ihn quälen. So, das wird der Finisher dann. Was wird das machen? Dann das. Dann nochmal irgendwie... Ja, wir... Ja, oder? Scheiße, finde ich ihn nicht. Aber wir haben ja noch eine Runde. 18 Damage. Oh, shit. Jetzt sind wir wieder bei 500 Millionen. So, aber er macht nur ein bisschen Schaden. Das ist okay. Okay, wir machen, glaube ich, erstmal... Wir machen erstmal Akrobatik. Da ziehen wir erstmal safe genug. Okay, das heißt, wir können jetzt einmal mit dem taktischen durchrotieren, ne? Geil, das ist gut. Das heißt, wir werfen jetzt das Blocken ab. Boom. 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 So. Werfen das jetzt ab. Der Giftdeutsch ist ja besser, ne? Selbst Vorpreschen ist besser. Aber ich glaube, er ist ja schon tot, ne? Geil. Geil, Mann. We did it. Die X schwach an. Das ist nicht so cool. So, wähle ein Relikt. Erhalte Stern in deinem Zug. Du kannst nicht mehr als 6 Karten. Das ist auf jeden Fall Käse. Sieg der Eliten. Der lassen ein weiteres Relikt. Erhalte in einem Zug. Alle Gegner beginnen. Stärke lässt Angriff. Stärke lässt Angriff mehr zu. Ja, okay. Ah, die sind einfach stärker, die Gegner. Aber ich habe einfach mehr Shit. Na, ich glaube, mehr Shit ist gut.
Also ich kann ja schon teilweise richtig krass durchrotieren durch mein Deck. Ja, da machen wir den Akt, machen wir, denke ich, auch noch. Was ist das für eine Mega-Datei, Alter? Also ich würde eigentlich Patch Notes aufnehmen. Ich komm hier gar nicht dazu. So. Okay. Mhm. Wir haben auf jeden Fall viele Free Cards am Anfang. Also das, ich sag's wie es ist. Unser Start ist auf jeden Fall hallo. Unser Start ist hallo. So. Das ist doch ein guter Start, würde ich sagen. So. Ja. Also wir kriegen trotzdem Damage, leider. Und wir müssen unser Deck, glaube ich, umbauen, oder? Ich meine, das ist nicht so schlimm. Wir werden jetzt eh nochmal heilen des Todes. So. Wir müssen aber mehr auf diesen Abwurf setzen, würde ich sagen. Wir müssen mehr auf diesen Abwurf setzen. Alle Gegner verlieren einen Zug lang. 8 Stärke. Weil ich bekomme ja schon gute Karten, so, aber ich muss die ja echt einrichten irgendwie. So. Okay. So, das kann ich zum Beispiel nicht spielen. Wir machen erstmal das. So, ich glaube, die sterben einfach vorher, oder? Ich habe jetzt Schaden bekommen. Hätte ich das jetzt verhindern können? Die sind ja so explodiert. Das hätte ich vielleicht nochmal durchlesen müssen. So. Ich muss dann nach links, dem Shop. I guess. Ne, wir gehen sogar hier nach rechts. Wir gehen Safe Monster entlang. 300. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Unser Start ist halt so meuschelastig. Ja, ich glaube, wir machen das. Wir machen den einfach gigaschwach. Aber -4. So, wir sind gebrechlich. So, wir sind schwach und gebrechlich. Er macht noch 5. Er macht 15. Leute. Ja, ich versuche erstmal auf keinen Schaden zu kriegen, würde ich sagen. Jetzt ziehen wir mal das her. Mit dem nächsten Zug. Ja, das nehmen wir. So. Ja, habe ich jetzt 3 Schaden verhindert oder nicht? Fühle ich gar nicht. Okay, ich brauche auf jeden Fall mehr Card Draw, merke ich. Also trotzdem, dass ich den -4 gemacht habe, haut er mich jetzt ja übelst, Leute. So, wir fangen erstmal mit Akrobatik an, würde ich sagen. Schmeißen Taktik weg. So. Genau, dann versuchen wir hier ein paar Angriffe auf jeden Fall. Das machen wir nicht. So, crashen hier nach vorne. Hier noch ein Schlag. Eine Ausweichrolle und dreimal das. Okay. Also vollstrecken ist so mein Finisher, ne? Würde aber hier noch ein bisschen dauern. Der hat halt 300 Milliarden HP, Alter. Ich muss mein Deck halt komplett neu bauen. 40 Karten sind einfach viel zu viel. So, der macht jetzt richtig wenig Schaden. Verlieren. 8 Stärke. Ja, was passiert denn, wenn ich das jetzt mache?
Da macht er legit 0. Das finde ich gut. So, das heißt, wir machen das. Das heißt, im nächsten Zug rasieren wir den richtig durch. So, den kann ich mir leider nicht leisten. Gift packe ich aber immer drauf, würde ich sagen. Okay, jetzt habe ich auch noch nicht gesehen, dass der Gegner 0 Schaden macht. Bum, bum. So, die Schwächung ist jetzt vorbei. So, was passiert, wenn ich jetzt das mache? Wir testen das jetzt einfach mal. Gucken, wie oft man Macht drauf machen kann, weil das muss ja übel witzig sein. So. So, wir werfen. Packen wir nochmal mehr Gift drauf. Ich glaube, Gift, es macht 7. Ich glaube, das ist dann am Ende mehr, ne? So. Jetzt ist die Frage, kann ich jetzt 8-mal das spielen? So, der gibt dich nochmal stärker, ne? Nee, es bringt nichts, ne? Scheiße. Kann ich noch was ziehen? Nee. Okay. Ja, ich würde auf jeden Fall ein bisschen Schaden verhindern wollen. Und dann machen wir nächste Runde tot, denke ich. Bei 10er Gift ist schon nicht schlecht. Ja, wir verlieren einfach HP. Na, das sackt. So. Bumm und bumm. Sehr gut. Also Macht ist natürlich super krass. Also dieses, du bist stärker, ist schon wirklich gut. Wenn du 5 Gift dann. Okay. Ja, wir sind natürlich auswahlmäßig katastrophal dabei, ne? Das muss man jetzt mal so sagen. Was ist das denn bitte? Verliert beim Erleiden von Schaden genauso viel Stärke. Diesen Zug. Stirbt in 5 Zügen. Okay. Unwohlsein. Ja, das ist doch schon mal gut. Also, wir fangen erstmal an, den mit Messern zu bewerfen. So. Das heißt, er macht jetzt schon mal 0 Schaden. So. Okay. Das heißt, er ist jetzt super schwach, ne? 0. Okay, jetzt darf ich das Ganze wieder von vorne beginnen, ne? Alle Gegner verlieren 1 zu 8 Stärke. Ja, dann machen wir erstmal das. Dann das. Dann würde ich schon gerne noch ein paar Karten ziehen. Ja, ich weiß nicht, ob wir verteidigen sind, aber ich glaube, das... Aber das ist halt für den nächsten Zug schon geil, ne? Die Frage ist, kriegt man den jetzt komplett runter? Wahrscheinlich ja. Wir machen mal das weg, das ist mir ein bisschen zu random. Also, wir machen hier nochmal 8 runter. Schreien wir den nochmal an. Ist der so an sich schon geschwächt? Macht er natürlich immer noch 9 Schaden, die wir aber blocken können. Bei Bedarf. Ja. Zack. Okay. Das ist ein geiler Gegner, muss ich sagen. Das ist ein cooles Konzept. Boom. So. Das ist ein sehr, sehr cooles Konzept. So, Elan nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich glaube, wir schaffen es ohne Verteidigen. Ja, schaffen es dicke ohne Verteidigen. Müssen aber trotzdem einen Schlag rauslassen. Aber Elan ist zu wichtig. So. Siehst du, jetzt kriege ich nämlich trotzdem nochmal Schaden. Fuck.
Scheiße. So, okay. Okay, okay, okay. Ja, das feiere ich noch nicht so sehr, wie ich es gerne feiern würde. Aber jetzt, ihr seht schon, es tut weh. Scheiße, ich werde jetzt hier durch so einen übelsten Gurkengegner getötet. Kriegt halt immer mehr Damage dazu, ne? So. Okay, gut. Das war schon mal gut. Deswegen kein Schaden halten, aber das war's jetzt. Na, jetzt platzt der. Oder nach dem Angriff platzt der. Okay. Ja, erhalte 5 Stärke, verliere am Ende des Zuges 5. Ja. Erhalte 6 Block, nichts zu geil. Okay, das ist halt, ich muss mehr Card Draw ziehen. Wir gucken mal, was hier so ein Fragezeichen macht. Okay. Leider ein sehr unangenehmer Gegner. Das bringt ja. Das ist halt. Ich bin tot. Ich meine, selbst wenn ich was getrunken hätte, ich habe halt keine Sachen gezogen. Aber mega gut. Fügt 7 Schaden zu. Ist dein Gegner vergiftet? Füge nochmal 7 Schaden zu. Verdopple das Gift auf einem Gegner. Das klingt auch krass. Wende 6 Gift an. Sobald dieser Gegner stirbt, erleiden alle Gegner Schaden. Höhe seiner Maximum. What? So, jetzt haben wir den Hauptcharakter freigeschalten. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit dem Hauptcharakter, I guess. Hat mega Spaß gemacht. Haut rein.